Hallo und herzlich willkommen zu unserem Studieninformationstag hier an der Hochschule Mittweida. Schön, dass ihr schon zu so früher Stunde bei uns reingeschaltet habt. Ja, ihr seht's, ich stehe in einem großen leeren Fernsehstudio. Ihr könnt heute leider nicht bei uns hier in Mittweida sein, aus den bekannten Gründen, aber ich hoffe, wir haben trotzdem ein informatives und umfangreiches Programm für euch bereitgestellt. Ich bin Max, ich bin Studienberater hier an der Hochschule in Mittweida und wir werden jetzt hier die nächsten 7 Stunden gemeinsam im Livestream verbringen. Unser Programm besteht im Wesentlichen aus 3 Säulen, was wir heute für euch vorbereitet haben. Die erste Säule ist hier dieser Livestream. Und was wir hier die nächsten 7 Stunden gemeinsam machen, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Ihr seht, es geht gleich um 8.30 Uhr los mit unseren Medien- und Kommunikationsstudiengängen. Ab 9.30 Uhr schauen wir uns dann unsere Wirtschaftsstudiengänge an. Das haben wir nochmal unterteilt. 9.30 Uhr geht es gleich los mit den Studiengängen Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen. Und um 10.15 Uhr dann mit Energie- und Umweltmanagement und nachhaltiges Immobilienmanagement. Ab um 11 Uhr machen wir dann nochmal einen allgemeinen Block zum Thema Wohnen, Studieren hier in Mittweida, BAföG, Bewerbung, Auslandssemester, alles was so zum Studium dazugehört. Ab um 12 Uhr geht es dann um unsere Technikstudiengänge unserer Fakultät Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau, Lasertechnik, physikalische Technik und Elektrotechnik. Ab 13 Uhr sind dann unsere Informatikstudiengänge für euch da, die angewandte Informatik, Applied Mathematics und die Medieninformatik. Gleich im Anschluss kommt dann noch die allgemeine und digitale Forensik und der Studiengang Biotechnologie. Und last but not least um 14.30 Uhr unser Studiengang Soziale Arbeit, den wir direkt und berufsbegleitend anbieten. Das ist also hier im Stream die nächsten 7 Stunden so los. Wir haben uns das wie folgt überlegt. Wenn ihr hier im Stream drin seid, könnt ihr euch über jeden Studiengang mal kurz informieren. Ich habe immer Gäste zugeschaltet. Wir werden uns gemeinsam kurz über den Studiengang unterhalten und ihr bekommt einen ersten Eindruck davon, was so in dem Studiengang vorkommt. Wenn das dann euer Interesse geweckt hat, dann wechselt ihr am besten auf unsere Veranstaltungsseite. Die haben wir einmal hier unten für euch in der Videobeschreibung verlinkt und wir machen das jetzt auch gleich nochmal hier links im Live-Chat. Dort auf der Veranstaltungsseite findet ihr dann ganz viele Videokonferenzräume, sogenannte Zoom-Meetings. Wir machen das also über die Software Zoom zu den einzelnen Studiengängen und Angeboten hier. Die gehen immer im Anschluss an den Blog hier im Livestream los und dort könnt ihr euch dann also, wenn euch der Studiengang interessiert, reinschalten. Wir haben dann auch noch eine kleine Anleitung auf der Seite für euch hinterlegt, wie man so einen Zoom-Raum benutzt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ein Hinweis noch, ihr müsst dort nicht Kamera und Mikrofon einschalten, wenn ihr das nicht möchtet, könnt es aber natürlich. Also wenn ihr eine Frage direkt loswerden wollt, schaltet einfach euer Mikro oder eure Kamera ein und fragt den Professor oder die Professorin. Ansonsten nutzt ihr einfach die Chat-Funktion, die dort auch mit hinterlegt ist. Und als 3. Säule neben dem Livestream und den Zoom-Meetings haben wir noch geöffnete Vorlesungen für euch. Die laufen den ganzen Tag so parallel, schaut da auch mal auf die Veranstaltungsseite. Die funktionieren auch alle über Zoom-Räume. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Vorlesung im großen Hörsaal. Aber dann kriegt ihr schon mal so einen kleinen inhaltlichen Eindruck, wie so eine Vorlesung aufgebaut ist. Schaltet euch da auch gerne rein. Denkt nur dran, das sind echte Vorlesungen. Das heißt, unsere Studis lernen dort was und müssen sich vielleicht für ihre Prüfung vorbereiten. Deswegen denkt dran, ruhig verhalten. Lasst euer Mikro dort am besten aus. Lauscht der ganzen Sache ein bisschen. Und da könnt ihr einen guten Eindruck davon gewinnen. Sowohl für die Vorlesung als auch für die Zoom-Meetings gilt, ihr könnt euch über den gesamten Zeitraum reinschalten. Also wenn ein Zoom-Meeting beispielsweise von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr geht, könnt ihr ab 9.30 Uhr natürlich dabei sein, aber ihr könnt euch auch erst 10.15 Uhr oder ähnliches dazuschalten. Also es ist ein freies Kommen und Gehen. Auch von 8 bis 15 Uhr für euch da sind meine Kollegen in der Studienberatung, Lisa, Vanessa und Hippie. Auch die haben einen Zoom-Raum für euch eingerichtet von 8 bis 15 Uhr. Also wenn ihr noch allgemeine Fragen rund ums Studium habt oder nicht so richtig wisst, in welchen Zoom-Raum ihr vielleicht gehen wollt, dann könnt ihr euch auch jederzeit dorthin wenden. Und ansonsten sind wir heute auch über alle anderen Kanäle wie gewohnt zu erreichen, per Mail, Telefon, WhatsApp und über unsere Social-Media-Kanäle. So viel erstmal von mir. Ich möchte jetzt schon meinen ersten Gast begrüßen, nämlich unseren Prorektor für Bildung, Professor Volker Tolkmit. Guten Morgen, Professor Tolkmit. Können Sie mich hören? Professor Tolkmit, können Sie mich hören? Guten Morgen. Professor Tolkmit kann mich scheinbar noch nicht hören.
Liebe Regie, dann würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz zu Moni. Ihr checkt, was da geht. Ich mache das hier im Stream nämlich nicht alleine, sondern ich habe noch jemanden hier im Studio, nämlich meine Kollegin Moni. Guten Morgen, Moni. Max, ich freue mich heute wahnsinnig und es ist mir eine große Ehre, dich hier im Studio zu unterstützen. Es fühlt sich gleich wieder an wie im Studium. Und gemeinsam mit meiner Kamerafrau Julia halten wir heute hier die Frauenquote oben. Und ich betreue heute den ganzen Tag den YouTube-Live-Chat. Den habe ich im Blick, wie auch unsere Social-Media-Kanäle. Über die könnt ihr uns eure Fragen schicken. Wir stellen die dann hier live den Professorinnen und Professoren. Und zögert bitte nicht, wir versuchen alles zu beantworten und wir freuen uns auf eure Fragen. Danke. Danke, Moni. Ja, wie gesagt, wir hoffen, dass heute keine Frage von euch unbeantwortet bleibt. Und Moni hat es schon gesagt, Interaktion ist ein großes Thema. Das heißt, ihr könnt auch hier den YouTube-Live-Chat links neben mir natürlich benutzen. Vielleicht schafft es die ein oder andere Frage sogar hier in den Livestream. Wenn es dazu nicht kommt, aus zeitlichen Gründen, wir können natürlich nicht jede Frage reinnehmen, bekommt ihr aber natürlich eine schriftliche Antwort dort im Livestream. Also wir versprechen euch, heute bleibt keine Frage unbeantwortet. Und wie gesagt, wenn ihr nicht den YouTube-Chat nutzen wollt, wenn ihr kein YouTube-Konto habt oder ähnliches, dann könnt ihr selbstverständlich auch alle anderen Kanäle wie gewohnt nutzen. Ich würde jetzt noch einmal in die Regie fragen, ob die Leitung zu Professor Tolk mitsteht. Es scheint noch Probleme zu geben, das ist aber nicht schlimm. Für die Technik ist es auch noch früh, die hat vielleicht auch nicht so gut geschlafen die Nacht. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal gemeinsam den Programmplan an für den Livestream, dass ihr nochmal wisst, was hier heute den ganzen Tag passiert. Liebe Regie, wenn wir den nochmal zeigen könnten. Danke. Ab 8.30 Uhr geht es dann hier los mit unseren Medien- und Kommunikationsstudiengängen. Medienmanagement, Media and Acoustical Engineering und Global Communication in Business and Culture. Im Anschluss ab 9.30 Uhr geht es dann um unsere Wirtschaftsstudiengänge Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen. Die gibt es einmal als Bachelor und Diplom. Da werden wir uns dann anschauen, was so die Unterschiede sind. Ab 10.15 Uhr dann Energie- und Umweltmanagement und nachhaltiges Immobilienmanagement. Ab um 11 Uhr machen wir dann nochmal einen etwas allgemeineren Block. Ab um 12 Uhr geht es dann um die technischen Studiengänge, um 13 Uhr um die informatischen und naturwissenschaftlichen Studiengänge und um 14.30 Uhr geht es nochmal um die Studiengänge der sozialen Arbeit. Und ich habe jetzt das Go aus der Regie, dass Professor Tolk mit mir zugeschaltet ist. Guten Morgen, Professor Tolk mit. Können Sie mich hören? Ich habe einen Rechner parallel. Den Livestream an, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Professor Tolk mit, können Sie mich hören? Okay, da scheint immer noch was mit der Leitung nicht zu stehen. Wir haben noch 7 Minuten, bis der erste Block losgeht. Wie gesagt, denkt dran, ihr könnt den ganzen Tag live interagieren. Vielleicht werft ihr schon mal einen Blick, öffnet euch die nebenbei auf unsere Veranstaltungsseite, wo ihr das gesamte Tagesprogramm noch einmal findet. Dort seht ihr auch noch mal, was wann im Livestream passiert. Und wenn ihr dann einfach nach unten scrollt, habt ihr die einzelnen Zoom-Meetings aufgelistet. Wir haben auch weiter unten noch mal auf der Seite unser gesamtes Studienangebot für euch aufgelistet. Wir haben neben den Bachelor-Studiengängen, die wir euch heute vorstellen, natürlich auch noch Master-Studiengänge. Was das dann genau heißt, das besprechen wir später nochmal, Bachelor und Master. Aber ihr könnt sozusagen für jeden Bachelor gleich den passenden Master hier bei uns studieren. Und wenn ihr auf der Veranstaltungsseite, die wir hier in der Videobeschreibung für euch verlinkt haben, nach ganz unten scrollt, dann seht ihr noch die Möglichkeit, euch für ein Newsletter anzumelden. Das ist unser Remind-Me-Newsletter. Wenn euch heute irgendein Studiengang interessiert hat oder ihr euch bewerben möchtet und euch vielleicht die Termine und Fristen nicht merken möchtet, dann könnt ihr euch einfach für unseren Remind-Me-Newsletter registrieren und die Infos schicke ich euch dann zu gegebener Zeit gebündelt zu. Dann habt ihr keine Sorge, den Bewerbungsschluss etc. zu verpassen. Also den Service haben wir für euch auch noch im Angebot. Ansonsten ist die Studienberatung dann, wenn wir hier heute durch sind, ab morgen wieder ganz normal, ganz täglich zu erreichen, telefonisch, per Mail, WhatsApp und auch, wer möchte, eine individuelle Beratung über Skype oder Zoom möglich. So, wie sieht's aus? Wir haben keine Rückmeldung. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Moni, wir gucken vielleicht noch mal zu dir. Wie wird das heute genau ablaufen? Also wir stellen sozusagen einen Studiengang vor und wie geht es dann weiter mit den Fragen im Livestream?
oder im Live-Chat. Genau, währenddessen unsere Professorinnen und Professoren den Studiengang vorstellen, könnt ihr eure Fragen loswerden, egal ob Instagram, Facebook oder im Live-Chat bei YouTube. Die Fragen sammeln wir hier und können Sie dann im Anschluss an einen Zeitslot, den wir eingeplant haben, den Professorinnen und Professoren stellen und hoffen natürlich, dass alle eure Fragen beantwortet werden. Und gehen darüber hinaus ein paar detailliertere Sachen, die ihr vielleicht nicht so ganz live fragen wollt, ist natürlich auch die Studienberatung per Mail erreichbar. Wer gern sein Handy zückt, kann auch gern bei WhatsApp uns anschreiben. Wir sammeln hier alles und schauen, dass wir es dann passend verteilen. Ja, vielleicht noch ein kleiner Aufruf an euch. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eure Eindrücke von diesem digitalen Studieninfotag, die ihr so habt, mit uns teilt. Sonst haben wir natürlich immer das persönliche Feedback, wenn wir euch hier direkt auf dem Campus beraten können und euch das alles zeigen können. Heute weiß ich gar nicht, wer zuschaut, deswegen würde ich mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere mal ein paar Eindrücke an uns schickt. Am besten einfach uns auf Instagram markieren, Hochschule Mittweida und den Hashtag HSMW. Vielleicht schafft es der ein oder andere bei uns in die Story. Dann haben wir auch mal ein bisschen einen Eindruck davon, wie es euch gefallen hat und das wäre super cool. Ihr könnt euch schon mal vormerken, wenn euch das heute gefallen hat, der nächste Studieninformationstag findet am 17. April statt. Das ist dann ein Samstag von 9 bis 14 Uhr. Wie der genau stattfinden wird, ob digital oder vielleicht dann schon wieder mit einem kleinen Angebot hier in Mittweida, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber wir sind natürlich guter Dinge. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch den 17. April schon mal vormerken. Da sind wir dann wieder wie gewohnt für euch da. So, jetzt versuchen wir es noch ein letztes Mal mit Professor Tolkmit. Professor Tolkmit, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Guten Morgen, Max. Guten Morgen, Professor Tolkmit. Schön, Sie zu sehen. Ganz meinerseits, ich hoffe auch im Verschneiten mit weiter, wo ich mich gleich auf den Weg machen werde. Ja, möchten Sie ein paar Worte an unsere Studieninteressierten zum heutigen Tag richten? Ja, na klar, das mache ich gern. Also mein Name ist Volker Tolkmit, ich bin inzwischen 15 Jahre an der Hochschule Mittweida mit Leidenschaft. Ich könnte Ihnen jetzt auf Knopfdruck den restlichen Tag was von unserer Hochschule erzählen. Aber mir wurde gesagt, ich soll mich auf die 5 wichtigsten Dinge, die mir zur Hochschule einfallen, konzentrieren. Was fällt mir dazu ein? Naja, dass es uns schon eine Weile gibt, über 150 Jahre. Und dass wir in all den 150 Jahren immer nach dem Motto gearbeitet haben und studiert haben, so viel Theorie wie möglich, so viel Praxis wie möglich. Und das sehen Sie in jedem Studiengang, in den Studiengängen, in den Ingenieurstudiengängen, die es eben schon die ganzen 150 Jahre oder 100 Jahre gibt, vom Bereich der E-Technik, der Automation, die dazugekommen ist, über den Maschinenbau, bis hin zu den jüngsten Studiengängen in der digitalen Forensik, bis hin zu den Medienstudiengängen, der Medieninformatik, dem Medienmanagement. Und damit habe ich auch schon einige Fakultäten angesprochen. Und auch das zweite Schlagwort, wir verbinden in Mittweida Tradition und Innovation miteinander. Und seit über 150 Jahren heißen wir Sie dazu willkommen. Sie können ein breites Spektrum bei uns studieren, insgesamt über 50 Studiengänge nehmen, denen Angeboten, die ich eben schon genannt habe, kommen sortiert nach 5 Fakultäten andere Ingenieurstudiengänge dazu, wie Lasertechnik. Dann kommt die Fakultät Computer- und Biowissenschaften dazu, wo neben der angestammten Informatik und der Forensik auch noch die Biotechnologie angesiedelt ist. Wir haben Wirtschaftswissenschaften im Angebot mit der klassischen BWL, Wirtschaftsingenieurwesen in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir haben die Fakultät Soziale Arbeit, wie die Fakultät Medien. Wir haben sehr viele Gebäude, fast 50 Gebäude, modernste Gebäude mit toller Ausstattung, wie sie auf nur wenigen in nur wenigen Hochschulen zu finden ist. Und trotzdem sind wir, und dann bin ich beim dritten Schlagwort, ein Campus der kurzen Wege. Das sollten Sie eigentlich heute ausprobieren können. Der Max Bender, glaube ich, nimmt Sie aber dann mit auf eine virtuelle Reise über unseren Hochschulcampus. Ich kann Ihnen nur versprechen, wenn Sie dann mal zu uns kommen, und dazu sind Sie herzlich willkommen, dass es möglich ist, innerhalb von 15 Minuten
von einem entlegenen zum anderen entlegenen Campusgebäude zu kommen. Und ich glaube, das ist ein Novum. Ja, dann sind wir beim vierten Schlagwort, was mir zur Hochschule Mittweida einfällt. Das ist die Hochschulstadt Mittweida. Jetzt wissen wir alle, das ist nicht die Metropole, das ist nicht Berlin, es ist auch nicht mal Leipzig, Dresden und Chemnitz. Das sind nur die Vororte von Mittweida, wie es bei uns so schön heißt. Aber es ist die Hochschulstadt Mittweida. Und wir nehmen für uns in Anspruch, das ist die Stadt mit dem dichtesten Verhältnis zwischen Einwohnern und Studierenden. Auf zwei Einwohner kommt ein Student in Mittweida. Es möge sich die Hochschule, die Stadt finden, die ein ähnliches Verhältnis nachweisen kann. Und das merkt man natürlich auch in der Stadt. Stadt und Hochschule gehen an vielen Stellen Hand in Hand, haben gemeinsame Projekte, agieren in vielen Dingen gemeinsam. Und das strahlt sich dann auch auf das Studieren und das Hochschulleben aus. Apropos Hochschulleben, sind wir bei meinem fünften Schlagwort und dann sind Sie von meiner Seite auch schon erlöst. Das ist das Betreuungsverhältnis, das Campusleben in Mittweida. Wenn Sie bei uns anwendungsbezogen studieren können, dann heißt das eben auch, dass es viele studentische Projekte gibt. Und zwar in fast allen Studiengängen, die ich vorhin genannt habe. Ein paar Sachen werden Ihnen bestimmt auch noch vorgestellt. Ich denke an das Motorsportprojekt TMM, wo Sie Ihren eigenen Rennwagen bauen können und dennoch alle anderen Fakultäten bei diesem Projekt mitarbeiten. Aber es gibt viele andere, vor allen Dingen auch von der Fakultät Medien ausgehende, wie das Campus Festival. Und sobald wir wieder normale Zeiten haben, kann man das auch genießen. Aber selbst in dieser Zeit sind wir stolz darauf, dass unser Hochschulleben eigentlich so gut es geht, weitergeht, nämlich online. Wir waren eine der ersten Hochschulen, die ihr Angebot digitalisiert hat. Wir haben viel getan im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr, dass alle Studierenden bei uns ihr Studium fortsetzen können. Es ist keine Lehrveranstaltung ausgefallen und es ist auch keine Prüfung ausgefallen, wenn auch unter veränderten Rahmenbedingungen. Aber wie wir damit umgehen, mit der Pandemiesituation und ihnen möglich machen zu studieren, das, glaube ich, ist auch schon eine sechste Besonderheit der Hochschule. Und dazu lade ich Sie ein und ein Vorgefühl können Sie hier heute virtuell bekommen. Max, ich gebe zurück an Sie. Vielen Dank, Professor Tolkmit, und viele Grüße aus dem Verschneiten Mittweida. Viele von den Punkten, die Professor Tolkmit angesprochen hat, ein Campusrundgang, die Projekte, das werden wir heute alles noch sehen. Und das soll es jetzt auch gewesen sein mit meiner und unserer Vorrede. Wir starten ins Programm mit unserem ersten Block, den Medien- und Kommunikationsstudiengängen.